Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal gibt es einen Action Haul. Ich war heute ein bisschen shoppen, unter anderem bei Action und DM. DM ist in der Tüte, dazu mache ich dann aber ein separates Video, damit das hier alles nicht so lang wird. Genau, also ich habe ein bisschen was gekauft, vielleicht auch ein bisschen viel, nachdem. Bezahlt habe ich für alles zusammen um die 29 Euro und ein bisschen. Genau weiß ich es nicht mehr, wo der Kassenbon ist, keine Ahnung. Ich war mit Karl unterwegs, der hat nachher alles einfach nur in die Tüten quasi gepackt und ja, wo der Kassenbon ist, ich weiß es nicht. Genau, ein bisschen was zum Schnabulieren habe ich auch gekauft, das liegt hier neben mir und noch eine Sache, die halt da einfach jetzt nicht reingepasst hat und die Sachen, die jetzt hier neben mir auf der Couch liegen, mit denen fangen wir an. Ich habe einmal mitgenommen diese Magic Sponges. Ich hatte keine mehr und brauchte sie unbedingt. Diese 5 Stück haben jetzt gekostet 99 Cent und die sind super. Ja, hatte ich euch auch im Aufgebraucht-Video erzählt und gezeigt. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. So, und dann habe ich mir zum Schnabulieren 2, 3 Dinge mitgenommen. Und zwar einmal von Rotolino. Die sind so ein bisschen wie die Milka Tender. Haben jetzt gekostet 99 Cent, sind sehr lecker, kommen jetzt nachher in den Kühlschrank und das ist dann mal so für zwischendurch. Oder zum Kaffee, ich habe die Woche jetzt halt Spätschicht und dann koche ich mir gerne einen Kaffee, wenn ich dann halt schon anfange zu arbeiten und dazu dann halt so ein Stück oder ein Stück Kuchen. Wobei es sich immer nicht lohnt, wenn ich mir selbst einen Kuchen backe, weil dann esse ich davon 5 Tage und meistens habe ich darauf keinen Bock. Und da jetzt Ostern ist und ich Ostern arbeiten muss und nicht so gerne auf Kuchen verzichten möchte an den Feiertagen, habe ich mir, weil es ihn endlich gegeben hat, mal wieder diesen Zebra-Kek mitgenommen. Genau, sind 6 Stück drin, auch 99 Cent. Sind super lecker, sehr, sehr süß, aber wirklich lecker. Und ja, die kommen jetzt nachher gleich in den Kühlschrank und dann gibt es die dann zu Ostern. Genau, so. Dann habe ich Kerzen mitgenommen. Die ist für Uli, das ist die von Airwick. Frische Wäsche, die war für 1,57 Euro in der Werbung, aber die Regale waren halt ziemlich leer gefegt, schon von daher habe ich nicht große Auswahl gehabt. Sie wollte eine Kerze, aber auch was, was frisch riecht und ich denke, dass ich ihren Geschmack getroffen habe. Falls nicht, dann behalte ich sie selber. Für mich habe ich ein großes Glas mitgenommen für 3,56 Euro. Da sind 500 Gramm Wachs halt drin und ist von Scented Candle und heißt Lucy. Bei uns stand die ganz unten im Regal und mich hat einfach dieses Schild hier vorne so angesprochen, ne? Der Deckel, ich hatte den vorhin schon mal auf und riecht halt einfach ganz frisch. Ganz frisch. Also nach mehr würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber es riecht einfach nur frisch und ja, hat mir gut gefallen und ihr werdet sie irgendwann wieder sehen in einem Aufgebraucht-Video, wenn sie dann irgendwann mal leer ist. Ja. Genau, habe ich mir aber wie gesagt nur eine von mitgenommen, weil wir heute halt zu Fuß unterwegs waren und das Ganze musste ja auch zurückgeschleppt werden. So, dann habe ich mir die goldene Maske, 3-mal, da müsste aber noch einmal kommen. Hier, habe ich mir 4-mal gekauft. Die mag ich lieber als die normale Variante davon, warum auch immer. Und ich hatte heute Morgen eine verwendet, habe jetzt noch von denen, ich glaube, noch eine originale oder 2, aber von denen halt keine mehr und deswegen mitgenommen 59 Cent. Ich finde die toll. Ja, mag ich. Genau. Dann habe ich mir Haarklammern gekauft. 12 Stück, 99 Cent. Brauchte ich mal wieder meine, die ich jetzt das letzte Mal mitgenommen habe. Die war nicht so aus Metall, sondern da war noch irgendwas drauf und diese Lackierung, nenne ich es mal, die geht jetzt so langsam ab und es sieht nicht mehr schön aus. Und ja, schwarze sind schlicht und ich mag die und deswegen mitgenommen. So, dann habe ich neu gesehen und die haben mich extrem interessiert. Hydrogel Eye Mask. So, hat mich extrem interessiert, deswegen habe ich die mitgenommen, 79 Cent. Ich wollte die einfach probieren. Da waren auch nur noch 2 und ich habe 2, glaube ich, auch mitgenommen. Da müsste gleich noch was kommen. Nee, hier nicht. Hier. Genau, es gab einmal diese Gold-Variante und diese schwarze Variante. Ja, werde ich im Kühlschrank packen, werde ich testen. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, 79 Cent. Genau. Dann hat mich das auch extrem angesprochen. Das ist so eine Haarmaske mit so einer Haube hier gleich dazu. 99 Cent hat das Ding gekostet. Hat mich extrem angesprochen und Kokosnuss mag ich halt auch sehr gerne.
Und ja, freue ich mich schon drauf zu testen. Genau. Dann die Orange You Glad to See Me, eine meiner liebsten Masken von Action von The Beauty Dept. Ich habe die mal verwendet. Das war am frühen Nachmittag und ich wollte danach zum Kindergeburtstag. Und meine Haut hat so extrem gestrahlt, dass ich die einfach so toll finde. Und es gab leider nur die zwei. Ich habe noch einen Haufen an Masken hier zu Hause. Aber wenn man etwas sehr liebt, dann hat man das halt auch gerne zu Hause. Und deswegen ja, zweimal mitgenommen, 59 Cent. Dann ja noch nicht 35 Stück davon. Nein, es musste noch Nummer 36 und Nummer 37 zu mir nach Hause. Ja, wer weiß, wie lange es die dort gibt. Und ach, ich habe sie halt einfach gerne im Vorrat. Die sind toll. Also alle diese Masken von Action sind toll, aber die Fuchsmasken sind ganz besonders toll und deswegen habe ich heute nochmal zwei mitgenommen. Und dann nochmal diese Disney Princess Geschichten. Jetzt habe ich hier einmal von der Schönen und das Biest, wie heißt sie, Belle? Ich muss gestehen, ich habe den Film noch nie gesehen, aber vielleicht sollte ich das irgendwann mal tun. Ja, habe ich nie gesehen, weder die Verfilmung mit den richtigen Schauspielern noch die Original-Disney-Verfilmung. Ich muss das irgendwann tun. Auf jeden Fall hatte ich da schon Pocahontas von, nein, Ariel und Jasmin hatte ich von getestet und jetzt habe ich mir Belle mitgenommen zum Probieren. Die kosten 99 Cent. Ja, ich hätte auch den Kassenbon jetzt. Und wo ist dann? Ja, hier ist sie. Und ich habe natürlich mir einmal Pocahontas mitgenommen. Den Film habe ich geguckt, sogar den zweiten Teil. Ja. Also ich finde die von der Aufmachung her wunderschön und ja, habe mir die jetzt einfach mitgenommen zum Probieren. So, dann habe ich mir so ein Anti-Fog-Cleaning-Spray für die Brille mitgenommen. Es nervt mich, wenn das alles so beschlägt und so weiter. Und da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Und deswegen, ja, habe ich mir das mitgenommen. 79 Cent haben die 100 Milliliter gekostet. Oder 99, irgendwie so. Auf jeden Fall unter einem Euro. Für 1 Euro, muss ich auf den Bon gucken, ich glaube 1,35 haben die gekostet. Wartet, ja. Für 1,35 Euro habe ich mir diese Kunstnägel mitgenommen zum Probieren von Action. Da sind 24 Stück drin. Das sind diese Stiletto Nails. Können wir die mal aufmachen? Lassen die sich öffnen? Nee. Ah, die sind noch zu und. Nee, ich komme da nicht ran. Ich werde mir die auf jeden Fall mal genauer angucken und man kann die bestimmt auch überlackieren. Ne? Also die hatten auch viele hübsche Designs dort, aber ja, ich wollte sie einfach probieren. Und wenn die gut sind, ja, dann kann ich mir die da auch kaufen und je nachdem dann auch überpinseln. Ja, es gab noch viele verschiedene Varianten, auch so von den Nageldingern halt her, aber am liebsten mag ich einfach diese Stiletto-Geschichten. Deswegen, ja, habe ich mir die mitgenommen in Pink Rose. Genau. So, was habe ich dann noch? Ach ja, einmal Washi-Tape habe ich mir mitgenommen und zwar so ein dünnes, weil ich davon ganz, ganz wenig nur noch habe und ich hätte auch gerne noch andere Farben gehabt, aber irgendwie gab es da nichts. 79 Cent. Aber ja, also ich bin dabei, momentan meine Washi-Tapes halt aufzubrauchen und von dem dünnen sind jetzt drei Dinger halt leer gegangen und ja, jetzt habe ich mir halt ein paar nachgekauft und werden dann verbastelt, genau. So, dann habe ich mir noch die Zahncreme mitgenommen von Colgate, die Max Wide Protect für 1,45 ist eine sehr, sehr gute Zahncreme. Dann einmal von Elvira die Charcoal Pore Stripes. Einmal 99 Cent, 6 Stück. Das sind die besten. Das sind wirklich die besten, die auch ordentlich was bei mir rausziehen. Ja. So. Und dann habe ich mir für mich tatsächlich, man mag es nicht glauben, Rosenwasser mitgenommen. Ich durfte das bei Uli probieren, hatte mir dann beim letzten Haul, den ich euch nicht gezeigt habe, weil ich da mit Uli alleine unterwegs war, und ich glaube, es hat sich auch gar nicht gelohnt für einen Haul, hatte ich mir dann eine Flasche gekauft. Die ist jetzt über die Hälfte leer und jetzt habe ich mir einfach eine nochmal nachgekauft. Ich benutze das Ding morgens für die Gesichtsreinigung. Also ich wasche mir mein Gesicht und gehe dann danach mit dem rüber.
Und abends benutze ich halt mein normales Gesichtswasser. Ja, das ist schon meine Morgenroutine. Kann ich nur empfehlen, 1,47 € für das große, glaube ich. Wir können noch mal fix gucken. Ich gucke noch. Großen Wasser, 1,48, also wirklich nicht teuer. Und da sind 300 Milliliter drin und ja, ich finde das sehr, sehr gut. Und wenn ich das sage für jemanden, der nicht gerne den Rosenduft mag, dann ist das schon was. So, dann habe ich natürlich eine Kleinigkeit für die Kinder zu Ostern mitgenommen und zwar so eine Überraschungseier mit Disney-Prinzessinnen. Also hier Jasmin. Ach so, Surprise Inside. Also kann halt so Schmuck drin sein oder wie auch immer. Ne, ein. Nee, da ist was anderes drin. Und da auch. Also, das ist ein bisschen schwerer hier. Einmal halt für die eine Tochter von Uni und für die andere. Und da die eine kein Pink macht, kriegt sie dann halt so ein. Ja, die steht halt auf so grün-türkis und so. Und die andere mag gerne noch so Pink und so weiter. Aber da habe ich mich jetzt halt fürs Lilane entschieden. Und da Uli ja auch einen Sohn hat, bekommt der dann das hier mit Spider-Man. Kleine Surprise-Dings, genau, richtig. Ja, was da drin ist, ist keine Ahnung. Vielleicht sind da auch so Sticker oder so drin. Also, es klappert ordentlich. Und ja, sie hatten nichts mit Cars oder so, aber ich habe gedacht, so Spider-Man und ein blaues, genau. So, und dann ist die Tüte auch leer. Und das habe ich noch gekauft für den Hund. Einmal Treats, die Twisters, die mag sie super, super gerne. Und einmal Sushi mit Entenfleisch. Ja, genau. Jeweils 1,29 steht Clara total drauf und ab Donnerstagabend oder Freitag früh ist sie ja wieder bei mir und dann kann sie auch was naschen. Genau. Ja, ihr Lieben, das war mein kleiner, aber feiner Action-Haul. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.